Okay, ja, weiterbauen. Die beiden sind eigentlich ready und könnten mal mit einer Karre losfahren. Ich brauche wieder einen Moment, ganz kurz. Ist die Frage, baue ich noch Ingenieure? Eigentlich schon, ne? Ich baue mal sicherheitshalber noch was. Bauen mal sowas. Und vier Sitze, drei Sitze, zwei Sitze. So, können die beiden losfahren. Sobald das fertig ist. Da steht schon wieder jemand vorm Tor. Heavily armored truck screeches to a halt by the gate. Aus einem gepanzerten Laster steigen eine Reihe von bewaffneten und gepanzerten Leuten aus. Ihr militärischer Hintergrund ist nicht zu übersehen, aber die Uniformen wurden mit bunt zusammengewürfelter Kleidung ersetzt, die bei einigen mit verschiedenen Trophäen verziert sind. Ihr Anführer kommt auf dich zu. Wir sind auf der Jagd nach Banditen und binden ein paar Vorräte. Das ist immer eine andere Sache, finde ich. Also wenn Banditen kommen und irgendwas fordern, sage ich, nee, ist nicht. Aber wenn du halt so Söldner hast, klar, warum nicht? Und ich sag mal, es ist jetzt nicht ja, die Welt, 25 Plastik, wir haben 474 können wir haben. Okay, ja, bringt minus 20 Zufriedenheit. Aber das geht auch wieder weg. Es ist jetzt, weiß nicht, ich möchte mich hier nicht mit allen anlegen, um ehrlich zu sein. The work continues relentlessly in the colony. As catastrophes keep increasing casualties in the colony, the people cling to the bunker as the beacon of hope to cope with the losses. The efforts will eventually pay off, as long as the construction keeps going. Die Arbeit in der Kolonie geht unerbitterlich weiter. Da die Menschen immer wieder von Katastrophen heimgesucht werden, klammern sich die meisten an den Bunker wie an einen Leuchtturm der Hoffnung. Er soll ihnen helfen, den Verlust zu bewältigen. Alle Bemühungen werden sich am Ende bezahlt machen, solange der Bau voranschreitet. Das Projekt ist immer noch weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein. Die Ingenieure müssen weiterhin alles daran setzen, mehr Wissen und Schlüsselkomponenten zu erlangen, um die Arbeit voranzutreiben. Die letzte Expedition hat offenbart, dass es kaum Zeit zu reagieren gibt, sollte der Planet noch einmal von Himmelskörpern des äußeren Solarsystemrands bombardiert werden. Kometen und Asteroiden bewegen sich mit Geschwindigkeiten kosmischen Maßstabs und selbst die kleinsten Einschläge würden Schaden im Ausmaß einer Atomwaffe anrichten. Okay. Gut, dann sammeln wir weiter Wissen. We've made a new start. We've reached a milestone. Ja, sehr gut. Wissenschaftsmesse. Langlebende Wissenschaft. Wir haben mehr entdeckt als jeder andere, fürs Erste zumindest. 100 Technologien, sehr gut. Okay. Unterwasserpumpen. Wir hatten ja ein Problem mit Wasser, was wir relativ schnell lösen müssen. Das hier wäre natürlich so ein Ding. Muss am Ufer gebaut werden, nicht verwendbar bei radioaktivem Niederschlag, muss bei Winterstürmen beheizt werden. So, es bringt aber 40 Wasser. Das hat natürlich. Eigentlich sind die Bohrbrunnen schon besser. Ich könnte hier noch so einen Bohrbrunnen hinsetzen. Was fehlt hier? Beton fehlt da. Was fehlt hier? Nichts. Dann baut doch das Ding mal bitte. Okay, wie sieht's aus? Wir haben nur 4 Plätze. Ja, wir müssen wieder Wohnraum schaffen. Die Antibiotika gehen natürlich auch gut weg, so wie es aussieht. Und noch kein Werkzeug und keine Klamotten. Ist auch extrem runtergegangen, da ich das halt die Felder hier verdorrt sind.
Oder was heißt verdorrtes? Halt eingefroren, kaputt gegangen ist Zeug. Hinsetzen. Also wir brauchen dringend noch ein Wohnhaus, damit wir nicht wieder obdachlos sind. Wie ist denn eigentlich der Standsetzungsbereich? Würde ich glaube ich eher hier oben noch ein Wohnhaus hinbauen. Serviert. Spezialisten sind einsatzbereit. Aha. Was hat die hier gemacht? Achso, die war bei dem Hauptquest. Jetzt, das ist eine Kämpferin. Die kann, naja gut, 150% kann die plündern. Ich kann mal hier drüben gucken, ob sie da was hinkriegt. Wir bauen so einen Außenposten fürs Ökosystem. Sure thing. Outpost is now complete. Okay, da kam wohl ein bisschen Schnee vom Dach. Aha. Hier haben wir wieder zwei. Hatte ich die nicht schon? Achso. Ja. Die waren schon soweit fertig. Ist die Frage, ob ich die jetzt hier hinschicke. Da muss halt noch ein bisschen erkundet werden, ob ich die direkt hier hinschicke, denn hier weiß ich, dass ich noch einiges oder noch einige Kämpfe bestreiten muss. Ich glaube, ich fahre tatsächlich erstmal hier hin. Hier ist auch noch zu Hause. Die kann noch die Weltkarte. Auch eine Kämpferin. Ja, die geht auch mit hier rüber. Okay. Lager ist aufgebraucht. Aber wir hatten ja hier oben auch noch irgendwo. Da nicht. Hier. Da haben wir Plastik. Verstrahlte Leute, okay. Ja, das mit dem Strom ist ganz gut. Das haben wir nachts plus 6, offenbar. Wasser ist halt so ein Thema. Ich habe genug Leute, ich könnte noch so einen Betonextraktor bauen. Wo haben wir denn hier? Was ist denn das? Das ist Plastik. Das ist Metall. Metall habe ich aber schon zwei, oder? Das ist Metallextraktor. Metallextraktor, Beton, Plastik. Moment, jetzt mal ganz kurz Spezialisten. Ich guck gleich. Was haben wir denn hier bei? Da ist noch Metall. Hier ist Beton. Dann bauen wir doch hier nochmal einen. Hier ist das. Ein Betonextraktor drauf. So, dann können wir hier nochmal. Ziehen wir nochmal die Straße ran. Der braucht aber sicherlich Strom, oder? Moment. Lass mal ganz kurz pausiert. Ja, der braucht Strom. Das heißt, wir brauchen da auch einen Trag.
Info. Warum? Achso. Eigentlich wäre das ja am besten, ne? Wenn wir das so weit wegsetzen. Ich setze es mal hier hin, dann sind auch nicht noch drei frei, da kann ich noch irgendwas anderes hinsetzen. So, die Spezialisten. Dann sammeln wir hier unten noch das Wissen ein. Auch wenn es wirklich nicht, eigentlich nicht notwendig ist. Aber wir nehmen einfach mal alles mit, was wir auf der Karte finden. Du kannst hier mal zumindest anfangen mit Plündern, du wirst es nicht ganz leer kriegen. Ja, muss mal ein bisschen. Ich speichere mal lieber. Zwischen nicht das hier. Dass die drauf geht. Okay, wir sehen. Was fehlt uns denn? Öl ist so gut wie leer. Ja, und langsam müssen wir das mit dem Wasser hier mal auf die Reihe kriegen. Es gibt doch hier noch diese Wasserspeicher. Ah, hier haben wir ja schon so ein Ding. Mittlere Effizienz. Haben wir nicht irgendwo vielleicht noch einen Tümpel, wo noch nicht so ein Ding dran sitzt? Also ja, hier gibt es noch mehr. Ich guck bloß, wo ich vielleicht schon was zum Beheizen habe. Was ist denn hier? Effizienz 92. 81. 96, hier mal 100. Dann bauen wir da noch so ein Ding hin. Wir machen hier aber noch so ein. Das ist die Frage. Einen optimierten Heizhof brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich hier so ein Ding hinsetze. So, was fehlt hier? Viel Kräuter. Okay. Also, es ist halt dauert, bis das Zeug gewachsen ist. Eigentlich müssen wir wahrscheinlich hier den ganzen. Was war das schon? Überspannung war das, ne? Wieso haben wir denn jetzt eigentlich plötzlich genug Wasser, ohne dass hier irgendwas gebaut wurde? Wir haben 33 freie Leute. Was ist denn das für ein Quatsch? Geht doch da rein, Jungs. Frontier nomads are a loosely organized group of bandits who, despite insisting they're pragmatic and fair, habitually raid settlements with little remorse. Straßenraub. Die Grenznomaden halten sich selbst gern für pragmatisch und neutral. Man kann davon ausgehen, dass die Opfer ihrer unzähligen Raubzüge da bestimmt anderer Meinung sind. In den umliegenden Siedlungen wurden bereits mehrere Konvois auf der Suche nach Treibstoff und anderen Ressourcen gesichtet. Das wäre eine gute Gelegenheit, um sie abzufangen, bevor sie sich wieder aus dem Staub machen. Ja, dann greife ich doch mal an. Werkzeug. Ah, wir haben jetzt Werkzeug bekommen. Das hat mir eingekauft. Ich hoffe, dass sich jetzt erstmal jeder was holt. Und dass dann unsere Werkzeugproduktion ausreicht.
Ich sag mal, klar, im Moment hat natürlich an allen Ecken und Enden das Werkzeug gefehlt, aber wenn erstmal wieder alle Leute haben, dann hast du auch nicht mehr so einen hohen Bedarf. 3 Bauvorhaben wurden fertiggestellt. Das da. Ach ja, das war schon fertig. Das und das ist auch fertig. Sehr gut. Okay. Nee. Ich hätte gerne die Einzelperson. Du raus. Angreifen. Du raus. Und angreifen. Okay, das ist gar nicht so klar, dass das hier funktioniert. Sieht zwar jetzt nicht schlecht aus, weil es über der Hälfte ist, aber muss man auch im Auge behalten. Krass. Das sind diese Konvois. Oder, ja. Eigentlich war es ja nur von einem Konvoi die Rede, aber ist egal. Dann müssen wir jetzt sehen, wer hier wieder, wenn die wieder ready sind, dass wir da unsere Leute rausschicken. Kolonisten sind unterernährt. Ja, es ist halt. Die Fische, was ist denn das? Wieso habe ich denn so wenig? Funktionieren die im Wintersturm auch nicht, die Fischereien? Ganz ehrlich, dann bauen wir nochmal eine Fischerhütte hier hin. -12. Ach so, weil hier unten die Dinger kaputt sind. Okay. Die holen sich aus dem Lager das Werkzeug. Okay. Was kostet mich denn diese Gewächshäuser überhaupt? Ah, das kostet halt alles immer diese Komponenten. Tiere brauchen Wärme, um Wintersturm zu überleben. Das wäre vielleicht auch so ein Thema, dass ich hier nochmal ein paar Farmen baue. Und mir vielleicht auch ein paar andere Nutztiere hole. Der Betonextraktor ist fertig, das ist sehr gut. Technisch stand nicht dabei, dass er beheizt werden muss. Sehen wir mal, ob das passt. 3 Gewächshäuser könnte ich mit meinen Komponenten noch haben. Dann habe ich ja ein Problem mit Reparatur. Wo seltene Metalle habe ich eigentlich mehr als genug? Öl habe ich gar nicht mehr. Kolonisten sind unterernährt. Ah ja, ja, jetzt haben wir tatsächlich gerade Problem hier. Achso, das ist ja auch. Wo sind denn die Wildschweine hier unten? Krieg ich die? Ja, doch, da ist mit drin. Ich warte noch auf den zweiten, bevor ich mit dem rausgehe. Ich sag mal, die kann sich ja hier so ganz langsam über die Welt bewegen. Wie gesagt, Wissenschaft ist wirklich kein Problem. Dann gibt es nochmal Antibiotika. Da kriegt er nur 8 alle 12 Stunden. Kriegt auch 5 Damage. Das heißt, wir brauchen 4-mal, reicht ja nicht, wir sind ja nur 32, brauchen ja 5-mal. Das heißt, da würde er. Achso, doch, 5-mal, 25, doch, es geht. Consider it done. Yes. So, wie sieht es bei dir aus? Der kriegt
Das sind drei Banditen. Die machen 6 Schaden. Vermutlich auch alle 12 Stunden. Das wären also 18 Schaden, die jetzt nochmal kriegen würde. Wenn alles auf ihn geht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das ist. Also sie überlebt es auf jeden Fall. Ich ziehe ihn mal raus. Hier schon mal die Karre. Die haben gewonnen. Das ist immer nur so ein Zweisitzer, ne? Ja, aber das packt er hier. Dann geht die mal in die Richtung. Was ist mit ihr hier? Die ist fertig auf der Röhre. Kann gleich wieder nach Hause gehen. Okay. Und der hier wartet aber noch auf den da. Oder passt es gerade genau? 40 freie Leute, also ich kann auf jeden Fall na komm, geh halt wieder rein. Arbeitskräfte habe ich mehr als genug. Vielleicht brauche ich auch einfach nochmal eine Jagdhütte. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Forschung mehr am Laufen. Dann fangen wir jetzt einfach mal an, hier die Billigforschung damit in die Dings zu nehmen. Achso. Damit wir hier den Baum auch durch haben. Okay, ja, wir bauen, glaube ich, nochmal einen Fallensteller. Brauchen wir noch ein bisschen. Was ist das hier? Plastik. Haben wir hier Wärme? Kann ich den Fallensteller einfach da drauf pappen? Werkstatt hier. Da können wir nämlich mit vielen Leuten, da schicken wir die einfach jagen. Und da kriegen wir Fleisch plus Fasern für die Klamottenherstellung. Holz scheint leer zu sein. There are survivors at the gate. Okay. Das hier ist auch leer. Dann macht das da einen. Alles klar. Ja, ich würde erstmal Schluss machen. Und ja, ich denke mal, heute Abend werde ich noch mal eine Runde Sea of Thieves zocken. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.